Hallo zur neuen Sendung im Kabeljournal. Heute begrüße ich Sie aus dem Nutzfahrzeugemuseum in Hartmannsdorf. Hier fand am Wochenende ein großes Oldtimer-Treffen statt. Und den Beitrag darüber sehen Sie jetzt. Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Der 1. Mai ist der Tag, an dem es in einem Teil von Hartmannsdorf auf den Straßen nur in Schrittgeschwindigkeit vorwärts geht. Grund: eine Demonstration, allerdings nicht im herkömmlichen Sinne. Demonstriert werden Nutzfahrzeuge, aber auch andere Vier- und Zweiräder, die sich in die Rubrik Oldtimer einordnen lassen. Schon seit vielen Jahren lädt das Nutzfahrzeugmuseum Hartmannsdorf zu der Veranstaltung Vom Hühnerschreck bis Promi ein. Eine Veranstaltung, die gewachsen ist und scheinbar von Jahr zu Jahr immer mehr Menschen anzieht. Mit, aber auch ohne Fahrzeug. Gut ankommt vor allem das Motto: keine Teilnahmegebühr, keine Formalitäten, kein Stress. Einfach hinfahren, mitmachen und wohlfühlen. Spitze, einfach nur Spitze. Wird jedes schon mehr. Einfach nur Wahnsinn, was hier los ist. Vielen gefällt an der Veranstaltung, dass alles bunt gemischt ist. Es sind nicht bloß Traktoren, es sind nicht bloß Trabis, es ist alles durch die Bank weg. Vom wirklich Hühnerschreck bis zum LKW, vom Trabi bis zum Straßenkreuzer. Es ist alles da. Wir sind mit dem Lanz 2206 von Brunner an der Achse hergefahren. Nicht aus Bonn, sondern aus Zwickau reiste Ulrich Höhlig mit dem Trabi Cabrio an. Ich bin das erste Mal hier. Aber ich habe mir gesagt, als alter Sachsringer, als Trabantwerker, ich habe in Trabiwerk gearbeitet. Müsste mal her mit denen. Und nächste Woche geht's nach Italien zum Trabi-Treffen. Nach Rimini. Der ehemalige Trabantwerker ist viel unterwegs. Sein erster Eindruck von Hartmannsdorf: Wahnsinn. Richtig, wirklich sehr, sehr gut, kann ich nur sagen. Ganz stolz. Das ist das Beste, was ich hier weit und breit sehe. Also, das ist, sehr, also, das sehr ist von Jahr zu Jahr. Ich komme schon jahrelang, ja. Also, das ist. Seit sowas überhand genommen. Also, ich bin im Jahr ungefähr so bei 30 Treffen im Jahr. Von München bis Rostock, ich bin ja nur unterwegs. Bin Rentner leider jetzt, VW. Und VW-Rentner. Und muss dazu sagen, also, das hier ist Wahnsinn, ist viel. Gut, ich fahre 90% eben hoch zu den Trabant-Treffen, Trabant-IVA-Treffen. Ne? Da hast du eben hoch deine 200, 300 Autos. Aber hier, das ist wirklich Hut ab, wirklich stark. Gibt's nicht. Auch wenn er Trabis gebaut hat, ist er nicht immer Trabi gefahren. Ja, wieder. Seit 12 Jahren bin ich dann wieder umgeschwenkt auf Trabi, gesundheitlich. Ich war vorneweg Biker und gesundheitlich ging es nicht mehr mit dem Motorrad und irgendwas musste ich ja machen. Kann ich ja nicht gehen lassen und ja, dann bin ich seit 12 Jahren wieder auf Trabi umgestiegen. Aber da ich jetzt so Trabi krank wäre, also nur welche Trabi-Macke habe auf Deutsch gesagt, jetzt gebe ich alles zu. Ja, und ja, dann mache ich auch für die Kollegen und ja, dann bin ich unter 10 eigentlich auch bekannt. Ich habe auch schon hier Persönlichkeiten gefahren, wie von der Probe Pur. Der selber, der Hartmut Engler, ist mit meinem Trabi gefahren. Und ja, ein paar Staatssekretären sind auch schon gefahren. Ein Polizeichef und hab schon ein paar gefahren. Dem interessierten Trabi-Publikum verriet er, dass sein Cabrio nur noch eine Trabi-Hülle hat. Und unter der steckt VW Polo. Um, Auf- und Neubauten an historischen Fahrzeugen konnten die Besucher viele entdecken. Da arbeitet noch. Die müssen jetzt mal hier rumgehen an die Scheibe. Und dann nehmen Sie mal das auf, was da dran hängt. 1961 ist der erste Frontlenker-Robur mit den Werktätigen der Stadt Zittau ein Umzugsrunde gemacht. Dieses Fahrzeug ist auch 1961 geboren im Juli und hatte schon die Fahrgestellnummer dann 92. Ist dann von 1961 bis 65 in MDI in Berlin gewesen. Von 1965 bis 1969 in Leipzig bei der Bereitschaftspolizei und wurde dann auf dem staatlichen Kontor abgegeben, weil mit Motor- und Getriebeschaden. Und dort habe ich das wieder gekauft und habe ihn dann aufgebaut und umgebaut, mit einem Kran versehen, um das Fahrzeug für Abschleppleistung mit einzurichten. Auch das zeichnet die Veranstaltung in Hartmannsdorf aus, dass man auf Experten trifft in Sachen Historie und Technik. Und die Experten freuen sich, dass sie andere Experten treffen. Wir kommen gerne hierher, hier sind noch richtige Fachleute mit am Werk, die das organisieren und haben auch die Möglichkeit, auch noch dazu, dass sie sich mit sehr guten Fachleuten unterhalten können. Eine weitere Möglichkeit dazu hat man beim Russentreffen in Oberlungwitz vom 19. bis 21. Mai und eine Woche später beim Berbersdorfer Traktortreffen.
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Also es ist schon irgendwie immer was Besonderes, in so einem historischen Fahrzeug zu sitzen. Die Holzverkleidung, die Innenausstattung, wirklich was ganz anderes. Und bei uns geht es jetzt allerdings weiter mit den Wochensplittern. Die Wochensplitter werden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte. Im Jahr 2019 richtet Frankenberg die 8. Sächsische Landesgartenschau aus. Mit dem symbolischen ersten Spatenstich fiel am 27. April nun der offizielle Startschuss für den Beginn der Bauarbeiten. Auf dem Gartenbaugelände in der Zschopauaue pflanzten Bürgermeister Thomas Firmenich, Sachsens Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt und der Präsident des Landesverbandes Gartenbau Winfried Kaiser eine Stieleiche. Das Angießen des Baumes übernahmen Landrat Matthias Damm und die Landtagsabgeordnete Iris Firmenich. Die ehemalige Lehrerin und Landtagsabgeordnete der Partei Die Linke, Heide-Rose Klees, war am 25. April in Frankenberg zu Gast. Dort las sie aus der Biografie ihres Vaters Alfred Schneider. Dieser wurde 1908 geboren und erlebte als Kind den Ersten Weltkrieg. Bereits früh fand er den Weg in die organisierte Arbeiterbewegung und später in den antifaschistischen Widerstand. Zur Lesung eingeladen hatten das Gemeinschaftswerk Frankenberg, das Bündnis für Toleranz und Demokratie und die Lagerarbeitsgemeinschaft KZ Sachsenburg. Das ist Mariechen. Den Namen hat diese Begonie vom Landesverband Gartenbau Sachsen bekommen. Der hat sie zur Pflanze des Jahres 2017 gekürt. Kennengelernt haben wir Mariechen bei der Aktion Blühendes Sachsen. Diese findet immer am letzten Aprilwochenende statt. Auch die Gärtnerei Kutzke in Hohenfichte hatte ihre Gewächshäuser und Außenanlagen wieder für Besucher geöffnet. Mit der Aktion Blühendes Sachsen wollen die sächsischen Gartenbaubetriebe auf ihre Arbeit aufmerksam machen. Kunden sollen dazu animiert werden, ihre Pflanzen beim Fachmann zu kaufen. Also der Fachmann erkennt sich ja aus mit den Pflanzen. Es gibt ja verschiedene Pflanzen. Manche Pflanzen vertragen Kälte, manche Pflanzen vertragen nicht so viel Kälte, wie zum Beispiel Begonien, Pelargonien, die wollen es ein bisschen wärmer haben. Und im Discounter stehen die Pflanzen da, steht der Preis drin, sehr guter Preis. Und aber die meisten Leute, die es nicht wissen, die wissen nicht, welche Pflanze wie viel Temperaturen braucht. Und da kann eben viel schief gehen damit. Viele Besucher nutzten den Tag der offenen Tür, um sich mit Pflanzen für den heimischen Garten einzudecken. Aber auch diejenigen, die kein eigenes Grün besitzen, kamen auf ihre Kosten. Es konnte aus einem riesigen Angebot von Balkon- und Kübelpflanzen gewählt werden. Vor allem Petunien erfreuen sich zurzeit großer Beliebtheit. Die sind ja in den letzten Jahren züchterisch sehr stark bearbeitet worden. Diese stecklingsvermehrten Petunien sind eingekreuzt mit Wildpetunien aus Brasilien und die sind relativ resistent gegen verschiedene Krankheiten. In letzter Zeit sind dann
Züchtungen auf den Markt gekommen, die mehr einen buschischen Charakter haben und eben in verschiedenen Farbspielen, wie zum Beispiel diese Amore-Petunie, gibt es seit vorigen Jahr. Sehr schön ist die Herzform hier zu erkennen in der Blüte. Der Tag der offenen Gärtnerei ist in Hohenfichte auch immer ein kleines Volksfest. Bei Bratwurst vom Grill oder selbstgebackenem Kuchen konnte man es sich gut gehen lassen. Für beste Stimmung sorgten Heiko Blum und André Zenker als Zwio Scandali. Nicht nur Gartenfreunde, auch Modebewusste kamen auf ihre Kosten. Sehr schöne Hose, sehr schön geschnitten, auch mal wieder immer ein bisschen frischer, aber nicht mehr ganz so ausgewaschen, nicht ganz so sehr durchlöchert. Und dazu die schöne, wie ich sagte, auch der Blaudun für das Jahr 2017, Sommer, Frühjahr. Und auch an die kleinen Besucher war natürlich gedacht. Die Aktion Blühendes Sachsen fand in diesem Jahr zum 19. Mal statt. Rund 100 sächsische Gärtnereien und Baumschulen gewährten dabei einen Blick hinter die Kulissen ihrer traditionsreichen Zunft. Das Kinderfest am 1. Mai auf dem Ferienhof in Falkenau hat Tradition. Seit 2006 erfreut sich die Veranstaltung wachsender Beliebtheit. Auch in diesem Jahr tummelten sich wieder hunderte Kinder und Erwachsene auf dem weitläufigen Areal. Diesmal stand das Fest unter dem Motto »Hollywood sucht den Superstar«. Dazu hatten Jana Götzold und Jürgen May eine Talenteshow organisiert. In Zusammenarbeit mit dem Ferienhof Falkenau haben wir dort uns eine Idee ausgedacht, doch hier Stars und Sternchen zu machen. Hollywood sucht den Superstar. Und da haben wir dann angefangen, einzeln in den Schulen nachzufragen. So haben wir versucht, die Kinder dann zu aktivieren und in mehreren Proben dann für die Sache zu interessieren. Und das ist dann das Endprodukt hier. Und das konnte sich sehen und hören lassen. Diese Tanzgruppe startete außerhalb der Konkurrenz. Bewertet wurden die jungen Talente von einer etwas skurrilen, aber kompetenten Jury. Der erste Platz ging an die vier Grundschülerinnen mit ihrer Rock'n'Roll-Darbietung. Die Mädels dürfen sich nun über einen Tag auf dem Ferienhof freuen. So ein Fest zu organisieren bedeutet für Manuela May, der Betreiberin des Ferienhofes, viel Arbeit. Dabei kann sie sich aber auf die Unterstützung zahlreicher Freunde und Bekannte verlassen. Vom benachbarten Pferdehof wurde Ponyreiten angeboten. Die Jugendfeuerwehr sorgte für leckeres Stockbrot. Und die erwachsenen Brandschützer ließen die Kinder im Feuerwehrauto mitfahren. Natürlich durften auch die Spiele und Klettermöglichkeiten genutzt werden. Und davon hat der Ferienhof jede Menge zu bieten. Im Ferienhof in Falkenau können Schulklassen und Kindergruppen erlebnisreiche Tage verbringen. Außerdem gibt es ein Sommerferienprogramm. Also für die Sommerferiencamps würden wir uns freuen, wenn da noch ein paar Kinder kommen würden. Wir haben natürlich wieder ein schönes Programm für euch zusammengestellt. Reiten, Kegeln, Minigolf, Geocachen, Baden, Kletterwald und natürlich hier in unserem Gelände chillen und ausruhen und spielen. Und würden uns freuen, wenn da die Restplätze noch gut gefüllt werden. Und im Herbst gibt es ebenfalls viel zu erleben. Kartoffeln ernten, waschen, Kartoffelpuffer selber machen und die dann natürlich von den Kindern gegessen werden.
Und Kürbisschnitzen dürfen wir auch nicht vergessen. Wir haben wieder viele Kürbisse ausgesät, sind auch schon am Wachsen, werden dann jetzt ab 15. Mai ins Freie gepflanzt. Der Ferienhof hat aber auch für Erwachsene etwas Besonderes zu bieten. Wir haben dieses Jahr die ersten Trauungen hier bei uns im Ferienhof. Wir dürfen überall trauen, im Freien, in den Räumen. Wir können uns auf der Wiese hier im Obstgarten heiraten oder im Traktoranhänger mit unserem Hanomag, den unser Vati extra dafür hergerichtet hat. Der Hänger samt Hanomag war gleich nebenan beim Oldtimer-Traktortreffen zu bestaunen. Diese Veranstaltung findet ebenfalls immer am 1. Mai statt. Gemeinsam mit Gleichgesinnten organisiert der Vater der Ferienhofbetreiberin das Treffen. Angefangen hat alles vor 5 Jahren. Da waren ungefähr 10 Traktoren hier. Und so hat sich das jedes Jahr vergrößert. Im vergangenen Jahr waren es schon über 50. Und es ist so, wir sind hier kein eingetragener Verein, wir sind eine Interessengemeinschaft. Denn alleine kann das keiner machen. War angenehm überrascht sind wir erstmal von den vielen Gästen, die da sind. Da hat sich das rumgesprochen, dass das hier regelmäßig zum 1. Mai ist. Das ist auch schön, so, da kann sich jeder schon ein bisschen drauf einstellen. Und man muss also nicht verschiedene Plakate drucken, sondern die wissen genau, nächstes Jahr, 1. Mai 2018, ist das 6. Traktorentreffen. Und das hat eigentlich einen großen Vorteil. Wir sind angenehm überrascht, wie viele da sind. Es gibt Dauergäste, aber es kommen immer wieder ein paar dazu und es wird immer mehr. Schön. Bei einem Corso durch Fallgenau konnte man die alten Gefährte in Aktion erleben. Die Oldtimer-Parade war dann auch der Abschluss eines erlebnisreichen Tages auf dem Ferienhof. Schon um 10 Uhr herrschte am 1. Mai an der Mulde in Wolkenburg Hochbetrieb. Es war Radlerfrühling im Muldental. Alle Hände voll zu tun für die Mitglieder vom Heimatverein sowie vom Feuerwehrförderverein. Nebenher marschierte die gräflich-schönburgische Schlosskompanie auf. Links schwenket euch, Maul! Die Stadt Limbach-Oberfrohna nutzte den Radlerfrühling, um ein Bauwerk einzuweihen. Hamburg, Roulement! Schön. Vielen Dank. Nach langem Warten weihte man nun endlich die neue Brücke ein. Ein Ersatz für die alte Hängebrücke, die zum Hochwasser 2013 so massiv beschädigt wurde, dass eine Reparatur sich nicht lohnte. Wenn die Hängebrücke auch nur eine kleine für Fußgänger war, so hatte sie dennoch eine große Bedeutung. Also es war natürlich für Wolkenburg immer ein beliebtes Ausflugsziel, insbesondere weil natürlich hier über einfache Art und Weise die beiden Flussseiten auch verbunden waren. Man kann natürlich jetzt auch den Rundwanderweg wieder nutzen. Und wie gesagt, das war immer ein Aushängeschild für Wolkenburg. Und wir sind sehr froh, dass wir die Brücke wieder haben. Die neue Brücke ist um vieles massiver und moderner. Die Kosten für den Bau brauchte nicht allein die Stadt Limbach-Oberfrohna tragen. Ja, also wir haben insgesamt 1,15 Millionen Euro investiert. Davon stammt natürlich der Großteil aus der Hochwasserschadensbeseitigung und vom Freistaat Sachsen. Wir haben also insgesamt 935.000 Euro Fördermittel erlangt. Und Bauzeit war jetzt über ein Jahr und sind also jetzt hier punktgenau zur Veranstaltung auch fertig geworden mit einer kleineren Brücke auf der anderen Seite, die den Bach hier noch quert und ist für uns alle, für die Stadt Limbach-Oberfrohna, für den Stadtrat, für die Ortschaften ganz wichtiges Bauwerk und sicherlich das teuerste und größte Brückenbauwerk, das wir errichten werden auch in den nächsten Jahren. Dass es ein wichtiges Bauwerk ist, das war am 1. Mai nicht zu übersehen. Der Andrang war enorm. Zudem spielte das Wetter mit, weswegen viele den 1. Mai-Tag zu einem Ausflug in eine landschaftlich sehr schöne Gegend unternahmen. Der Bau der neuen Brücke war nur eine von vielen Hochwasserschadensbeseitigungsmaßnahmen in der Stadt Limbach-Oberfrohna.
Also es sind insgesamt 42 Einzelmaßnahmen, die wir in der Hochwasserschadensbeseitigung ausführen müssen. Davon haben wir die Hälfte schon abgearbeitet. In erster Linie geht es natürlich um die Schadensbeseitigung an den Gewässern zweiter Ordnung, also an den Bächen, die durch unsere dörflichen Ortslagen fließen. Dort sind wir, wie gesagt, nach wie vor dabei, die letzten 20 Maßnahmen abzuarbeiten. Wir hatten aber hier ein Stück weiter an der Mulde auch eine wichtige Hochwassermaßnahme, nämlich die Stützmauer an der neuen Heimat. Damit sind wir auch jetzt in den letzten Wochen fertig geworden und wir sind ganz optimistisch, dass wir wie vorgegeben bis Mitte 19 natürlich mit allem fertig sind und alles abgerechnet haben. Er war kühler und vom Höhenprofil deutlich flacher als im vergangenen Jahr. Der Landkreislauf in Mittelsachsen, der am 29. April eine neue Auflage erlebte. Was ganz Besonderes in diesem Jahr, das 25. Mal. Und was mich auch besonders gefreut hat, ist, dass nach der Kreisfusion im Jahr 2008 das nahtlos weitergegangen ist. Und wenn wir sehen, wie viel Beteiligung hier vorhanden ist, was das für eine Dynamik hat und wer sich da alles daran beteiligt, also das ist schon eine tolle Sache. Ich glaube, das ist eines der größten Laufsportereignisse, die wir hier bei uns in der Region haben. Für das besondere Jubiläum wählte man als Austragungsort Mittweida. Start und Ziel im Stadion, das nach umfangreichen Sanierungsarbeiten erst 2016 neu eröffnet wurde. Bei der Organisation die Fäden in der Hand hatte wieder der Kreissportbund Mittelsachsen. Und im Kreissportbund haben wir natürlich auch einen ganz verlässlichen Partner, der das organisiert hat. Gemeinsam natürlich mit dem TSV Fortschritt hier und Mittweida als Ausrichter. Und insofern denke ich, können wir stolz auf das sein, was unsere Sportler hier ehrenamtlich leisten. Und die Organisation dieses Ereignisses ist auch wieder eine Meisterleistung vom Kreissportbund. Die Vorbereitungen beginnen eigentlich immer mit dem Ende des vorangegangenen Jahres, wo schon festgelegt ist, wer neuer Veranstalter wird, wo die Strecken gesichtet werden müssen. Also es ist ein enormer Aufwand und ich bin sehr dankbar, dass unsere Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, Silvio Christ an erster Stelle genannt, das hervorragend jedes Jahr mit der jeweiligen ausrichtenden Kommune und den Vereinen, und heute ist es der TSV Fortschritt Mittweida, bewerkstelligen. Auch nochmal von mir ein ganz großes Dankeschön an die hiesigen Organisatoren. Neben dem eigentlichen Laufspektakel wird jährlich ebenso ein umfangreiches Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Musik gab es diesmal unter anderem von den Lommatscher Spielleuten. An der Startlinie gab die Chemnitzer Care-Brigade den Ton an. Bevor der Startschuss für den Hauptlauf fiel, wurden erst noch ein paar Auszeichnungen vorgenommen. Matti Herrmann und seine Frankenberger Stolpergruppe beteiligten sich an allen 25 Landkreisläufen. Genauso Frank Zwinscher, der zur Auszeichnung noch irgendwo anders unterwegs war. Ausgezeichnet wurde ebenfalls Rüdiger Borg, der seit 25 Jahren zum Organisationsteam gehört. Und dann fiel der Startschuss. Zur 25. Auflage des Landkreislaufes wurde ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt. Nachdem bereits am Mittag Grundschul- und Kindergartenstaffeln um beste Platzierungen kämpften, gingen beim Hauptlauf 106 Staffeln mit jeweils 8 Läufern an den Start. Uns ist ja wichtig, dass unsere Wettkämpfe für jedermann geeignet sind. Das ist der Landkreislauf und das zeigt sich auch hier. Denn Fußballer und Spielsportler sind nicht unbedingt die klassischen Ausdauerläufer. Aber es ist eine gute Grundlage. Es sind Kinder da, es sind Familien da, es sind natürlich auch diejenigen da, die richtige lange Kanten laufen können, und das macht den Wettkampf eigentlich zu etwas Besonderem, dass eben so die Sportlerfamilie zusammenkommt aus allen Ecken des Landkreises, und das freut uns dann sehr. Nicht nur aus dem Landkreis reisten die Läufer an. Am Start war ebenso wieder ein Team aus dem polnischen Kleiwitz mit einer Nachwuchsmannschaft, die an diesem Tag die Beste wurde und in der Gesamtwertung den 7. Platz belegte. Auch nicht aus dem Landkreis die Läuferdelegation aus dem bayerischen Starnberg. Die lief, wie sich am Ende zeigte, ebenfalls richtig gut. Die Staffeln schickten 3 Läufer auf die 5,4, 3 Läufer auf die 3,5 und 2 Läufer auf die 1,8 Kilometer lange Strecke. Unterwegs gab es reichlich Anfeuerung und im Ziel jede Menge Jubel. Volker Dietzmann, der für Laufen Bestleistung Landratsamt Mittelsachsen an den Start ging, empfing seine Teamkameraden auch gebührend. Du bist ein Held!
Helden gab es an diesem Tag noch einige mehr. Schon in der ersten Runde übernahm das Team The Chosen Ones die Führung. Die Auserkorenen schienen das aus gutem Grund zu sein. Sie liefen allen anderen davon. In der Wertungstabelle führte man sie in der Kategorie Gäste. Wo kommt ihr her? Wir sind Mix, aber grundsätzlich aus Mittweida. Die Auserkorenen gingen mit derart guter Laune auf die Strecke, dass sie am Ende tatsächlich nur siegen konnten. Hinter ihnen belegte Starnberg LC Buchendorf Platz 2. Die Kreisauswahl Ella Mittelsachsen erkämpfte sich den dritten Platz. Die schnellste weibliche Staffel war die der Rennschnecken mit weiter. Die Stolpergruppe, die ihren 25. Landkreislauf absolvierte, belegte in der Gesamtwertung Platz 12. Ganz bestimmt sind die Frankenberger auch nächstes Jahr wieder dabei, wenn Mittelsachsen zum 26. Landkreislauf einlädt. Da gehen wir in den Süden des Landkreises, wieder in den Erzgebirgskamm. Es wird Kemmerswalde sein, die sich schon darum beworben haben und auch hinfiebern auf dieses sportliche Ereignis. Der Peter Hauptstein, der Bürgermeister, ist heute da, wird sich ein paar Impressionen mitnehmen. Aber ich denke, die haben im Wintersport tolle Wettkämpfe, Events organisiert und da werden die das auch mit dem Landkreislauf, mit Bravour bewerkstelligen. Mal schauen, wer sich dann über diese Pokale freuen darf. Die Wochensplitter wurden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi und Servicepartner für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte in Frankenberg. Viele Damen von Ihnen kennen uns unter dem Namen Molly Schick und seit letztes Jahr befinden wir uns an einem neuen Standort und zwar am Rathaus 2. Wir haben einen neuen Namen, wir heißen nicht mehr Molly Schick, sondern Kurvenreich. Kurvenreich, das ist natürlich ein ganz tolles Thema. Wir sprechen Damen an, die von Größe 42 bis zur Größe 60 bei uns ihre Bekleidung finden. Modethemen für Frühjahr, Sommer gibt es eigentlich gar keine. Man trägt jede Farbe, man trägt entsprechend der Lust und Laune und des entsprechenden Farbtypes. Egal welcher Farbtyp Sie sind, wir finden in unserem Angebot die passenden Modelle für Sie. Pünktchen ist ein ganz großes Modethema, so natürlich auch wieder die sportlich aktuelle Mode in Blau, Weiß und Rot. Aber auch Pinktöne sind ein großes Modethema, wer sich's natürlich traut. Wir führen in unserem Sortiment Jeans, aber auch schöne bequeme Hosen. Die Jeans sind heute alle mit Elastan verarbeitet. Wir haben Hosen mit Dehnbund in ganz vielen Farbvariationen. Schöne Qualitäten in Benkalin-Ware. Diese Ware ist hochelastisch. Man kann diese Hosen als lange Hose tragen, als Dreiviertelhose, aber auch als Capri-Hose haben wir diese im Angebot. Je nachdem, wie Ihre Oberteile sind, finden wir die passende Hose dazu. Bei uns finden Sie Jacken zum Beispiel auch für Wandertouren, also Jacken, die Funktionen haben. Wir haben hier Regenjacken im Angebot. Kleider sind ein ganz großes Muss im Frühjahr, Sommer. Sie finden in unserem Sortiment nicht nur Freizeitmode, sondern auch festliche Mode. Zu unseren Serviceleistungen, die wir Ihnen bieten, gehört ganz wichtig unsere Änderungsschneiderei. Wir kürzen Ihnen Hosen oder Ärmel, aber auch andere Änderungen führen wir durch. Und wenn Sie natürlich uns besuchen von außerhalb, schicken wir Ihnen auch Ihre Änderungen geändert nach Hause. Wenn ich Sie neugierig gemacht habe mit meinen kleinen Ausführungen und der kleinen Modenschau, dann würde ich mich ganz herzlich freuen, wenn Sie unsere Gäste würden. Thank you.
zusammenkommen zum Traktortreffen der besonderen Art vom 19. bis 21. Mai. Auf dem Kampfacker Festwiese-Goldbach-Straße in Oberlungwitz wird man um den Titel Stärkster Russe kämpfen. Auch zum 12. Russentreffen hat, wer mit eigenem Traktor anreist, freien Eintritt. Genauso Kinder unter 12 Jahre. Neben den spannenden Wettkämpfen gibt es für die kleinen und großen Besucher ebenso wieder ein buntes Rahmenprogramm mit Ponyreiten, Streichelzoo und auch Traktorgeschicklichkeitsfahrten. Bastler dürfen sich auf den großen Teile- und Händlermarkt freuen. Es fehlt ebenso nicht der Oldtimer-Garten mit Oldtimer-Olympiade und Maschinenprämierung. Im Festzelt gibt es Samstagabend Tanz mit einer Liveband. Ein Höhepunkt ist die Traktorenrundfahrt auf dem Sachsenring. 12. Russentreffen vom 19. bis 21. Mai. Festwiese-Goldbach-Straße in Oberlungwitz. Haben Sie Appetit auf einen ordentlichen Tropfen Pfalzwein oder auf den berühmten Pfälzer Saumagen? Vielleicht auch auf über Rebenholz gegrilltem Spießbraten? Das können Sie haben. Am 13. Mai ab 16 Uhr auf der Hambacher Straße in Limbach-Oberfrohnas Ortsteil Kentler zum Hambacher Straßenfest. Mit edlen Tropfen vom Weingut Sommer und anderen Spezialitäten aus der Pfalz. Präsentiert von der Hambacher Weinprinzessin Elena die Erste. Übrigens, wer nicht nur zum Hambacher Straßenfest den edlen Pfälzer Tropfen trinken möchte, sondern Lust hat, Wein mitzunehmen, um ihn zu Hause zu genießen oder aber um ihn zu verschenken, der kann das tun. Den Hambacher Wein vom Weingut Sommer kann man außerdem über das Internet bestellen unter www.sommer-hambach.de. Wer die Winzer persönlich kennenlernen möchte, der hat beim Hambacher Straßenfest die Möglichkeit dazu. Am 13. Mai ab 16 Uhr auf der Hambacher Straße in Limbach-Oberfrohnas Ortsteil Kentler. Kiruna Wohnkombination in massiver Wildeiche, Natureiche oder Kernbuche, bestehend aus zwei Vitrinenelementen, Sideboard und Wandboard, ab 2.639 Euro. Liva, die exklusive und bezahlbare Wohnmöbelkollektion, bei Ihrem Garant gutes Wohnen-Fachhändler Reko Möbel in Stolberg. Und in unserem Programm geht es jetzt kulinarisch weiter. Viel Spaß mit Schmecken lassen! Hallo und herzlich willkommen aus dem K&W Küchenstudio in Chemnitz auf der Zwickauer Straße 454. Heute kochen wir auf alle Fälle wieder gesund. Tina, was hast du vorbereitet? Ich habe vorbereitet, wir machen heute Bärlauch-Gnocchis mit Tomaten, Paprika, Zucchini-Gemüse, Rucola und Parmesan. Und ja, haben wir auf der Karte. Klingt ganz schön gesund. Klingt gesund und schmeckt noch sehr gut. Gut, dann das ist natürlich mal ein Gericht, liebe Zuschauer, muss ich mal sagen. Ich probiere ja vieles im Hotel, aber das habe ich noch nicht probiert. Also habe ich heute auch eine Premiere. Sehr gut. Ich habe hier ein riesen Messer, was soll ich denn machen? Du kannst erstmal die Zucchini schneiden. Ja. Und dann die Paprika in Streifen. Und die Zucchini in was? So halbieren nochmal und dann nochmal vierteln und dann runterschneiden. So, dass so? Es Dreiecke, ja genau. Zack. Und jetzt? Und jetzt so, genau. Am besten auf die Schnittstelle legen, dass es nicht wegrutscht. So. Rumdrehen. Rumdrehen. So und dann runterschneiden. So. Genau. So? Sehr schön, ja. So, ist diese Größe? Die Größe ist okay, ja. Okay. Und ich fange da weiter an mit dem Bärlauch-Gnocchi-Teig. Wie macht man die? Die Bärlauch-Gnocchis? Ja. Also wir nehmen 500 Gramm gekochte Kartoffeln, durchgepresst, 50 Gramm Hartweizengrieß, 250 Gramm Mehl und Bärlauch, je nachdem, wie der gewünschte Geschmack ist. Ist das zu groß? Intensivität. Das kannst du nochmal halbieren. Genau. Du willst aber Dreiecke, ne? So. Ja, so. Das ist okay. Habe ich heute eine wunderschöne Aufgabe. Ich ziehe Handschuhe an. Kannst du machen. Sehr intensiv, der Bärlauch. Selbst gepflückt? Natürlich. Wo wächst denn Bärlauch überhaupt bei euch? Also bei uns, wir haben den Bärlauch aus
der Region von der Rochsburg. Ah. Bei uns in Penisch in der Nähe. Ja. Genau, dort wächst ganz viel. Darf man aber nicht verwechseln mit Maiklöckchen. Nee. Es sei denn, Sie haben einen Plan, liebe Zuschauer, aber aufpassen. Maiklöckchen riechen intensiv. So, und was machst du jetzt da alles ran? Den Bärlauch, den hast du vorher gekocht, blanchiert? Nee, der ist bloß eingefroren und gemixt. Okay. Da wird der schön klein gehäckselt, sag ich mal. Es ist toll, mit dem Messer zu schneiden, was wirklich schneidet, muss ich ja mal so sagen. Mhm. So. Dann gucken wir erstmal wegen der Farbe. Und liebe Zuschauer, vergessen Sie bitte nicht, am 14. Mai ist Muttertag. Mhm. Wenn Sie Ihrer Mutti was Gutes tun wollen, dann rufen Sie an im Hotel Bock, reservieren. Und wenn Sie Ihre Kinder mitbringen, und die Muttis wollen ja dann in Ruhe essen, gibt es dann auch die Möglichkeit, dass Kinderbasteln gemacht wird. Da kommt so eine liebe Frau und die macht das wirklich richtig schön. Sie können in Ruhe essen, wir haben es jetzt beim Osterbrunch erlebt, Sie können in Ruhe essen und die Kinder sind gut aufgehoben. Außerdem gibt es Spargel auf eurer Karte, ne? Ja, mit Hollandaise oder Butter, je nachdem, wie es gewünscht ist. Mit und Rumpsteak. Selber gemachter Hollandaise, genau, selber also gemacht. Keine Tüte auf und fertig, ne? Also da wird noch selbst gerührt. Genau. Genau, mit Rumpsteak oder Schnitzel oder halt einfach bloß mit Kartoffel, Spargel und Hollandaise oder Butter. Und das ist der Spargel von hier, der kommt vom Siesmeierhof in Altenburg. Genau, aus Altenburg kommt der. Also ich bin immer fasziniert, wie die Köche das können, dass eins aussieht wie das andere. Meine sehen alle anders aus. Aber hübsch, finde ich. Ich musste das auch erstmal lernen. Finde die schon schön. Eine, wie viel willst du? Mach erstmal zwei. Hier rein dann? Das ist für mich schnell. Kannst du in die Schüssel tun. Dann packe ich das aus. Also ich mache zwei. Genau, zwei. Und von den Paprika nimmst du erstmal die Hälfte. Da-da-dum, da-dum, da-dum. Zack. Bin ich echt gespannt. Mein Gemüse habe ich geschnitten. Das wird dann angebraten? Das wird dann angebraten. Und Sie, liebe Zuschauer, wenn Sie eine neue Küche suchen, dann kommen Sie hier vorbei im K&W Küchenstudio in Chemnitz. Der Herr Schmidt freut sich auf Ihren Besuch. Hier gibt es super Service, Top-Qualität zum kleinen Preis. Und nur wer vergleicht, der spart. Also schauen Sie vorbei hier im K&W Küchenstudio. Es gibt wunderschöne Küchen und auch welche im Abverkauf. So. Tina, ich habe noch nie Gnocchi gemacht. Dann fangen wir an. Es gibt immer erstes Mal, ne? Ich zeige dir das erstmal. Ja. Zwar machen wir immer so kleine Stücken. Machen wir die hier zur Wurst. So. Und dann mit Schlesinger. So ein bisschen. Und dann machst du so eine Kuller. Ostereier. Quasi. Dann machst du einmal mit einem Löffel, mit der Löffelspitze, so wie halt eine Kaffeebohne aussieht. Okay, also ich kenne es mit einer Gabel, habe ich schon mal gesehen. Das kenne ich auch so, aber... Ihr wollt Kaffeebohnen? Wir wollen Kaffeebohnen. Gut. Genau. Dann eine Wurst. Jetzt bin ich gespannt. Premiere. Meine ersten Gnocchi. Wie lang dick müssen die Wurst sein? So? Dicker, dünner? Mach ein bisschen dünner, weil die gehen auch noch auf durch den Grieß. Wenn man die kocht. Es riecht unheimlich lecker. Ja, also Bärlauch ist sehr intensiv, auch vom Geschmack her. Man schmeckt den selber nicht, wenn man den gegessen hat, aber... Stinken wir dann alle nach Knoblauch? Quasi, ja. Tja. So, wenn dann jemand kommt und... Und das Ding heißt, ist es so recht? Ja, und jetzt machst du es so. So? Genau, so. So, genau. Kannst du noch ein bisschen dünner machen. Ich will dicke Bohnen. Du? Ja, dann machst du dicke Bohnen. Ich mach dicke Bohnen, Gina macht dünne Bohnen. Wie viele Gnocchi brauchen wir für so eine Portion? Wie kannst du das so sagen? Kommt auf die Größe drauf an.
Also bei meinen zwei. Ich sag mal, die Gnocchis, die sättigen ja auch sehr. Aha. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal Gnocchis gegessen habe. Ja, so sieht ja keine Kaffeebohne aus, oder? Roll nochmal. Also ein Osterei kriegst du hin. So, und dann so. Einfach mit der Löffelspitze in der Mitte ein bisschen reindrücken und dann zusammendrücken. Genau, und dann so und fertig. Okay. Ist halt sehr zeitintensiv. Also wenn man dieses Gericht kochen möchte, muss man mindestens eine Stunde einplanen. Okay. Viel besser ist, sie sparen sich die Zeit, kommen ins Hotel Bock, setzen sich an den Tisch, der immer wunderschön gedeckt ist von unserem Jens, der macht das richtig klasse. Das ist übrigens auch sehr zeitintensiv. Habe ich aus eigener Erfahrung jetzt mal so mitgekriegt. Setzen sich hin, trinken einen schönen Wein und dann essen sie einfach ihre Gnocchis. Brauchen sich überhaupt nicht in irgendeine Küche stellen. Ja, sehr schön. Und wenn sie Gnocchis haben, die irgendwie komisch aussehen, dann habe ich die gemacht. Na gut, du hast auch ein paar große dabei. Ja. Also es sieht auch nicht eine aus wie die andere. Nee. Oh, Gott sei Dank. So, Tina, die Gnocchi sind fertig, das Gemüse ist geschnitten. Jetzt machen wir noch den Rucola und da soll ich hier ein Stück abschneiden. Genau, und ein Stück abschneiden. Das sind die Stängel. Wenn man will, kann man da noch Pesto draus machen. Wollen wir heute nicht. Machen wir. Und wie klein so? Einfach runterschneiden. Ja, einfach wie dick. So. Ja, so. Tina legt jetzt immer ihren Finger dazwischen und schwupp, hat sie schon mal drei weniger. Weil die Messer hier sind wirklich richtig, richtig scharf. Ja, das geht gut, ne? Und ich liebe den Duft von Rucola. Ich mag ja Rucola sowieso sehr gerne. Habe ich auch immer zu Hause. Zack. So, genau. Handschuh gleich mit abgeschnitten, läuft. Genau, wir müssen jetzt die Bärlauchgnocchis noch kochen. Und dann werden die gebraten. Und dann werden die zusammen mit dem Gemüse angebraten. Ach, dieses wird dann zusammen mit dem Gemüse. Es wird quasi so eine Gemüsepfanne. Ja, genau. Okay. Kann man so nennen, genau. Ich bin gespannt. Dann schicke ich dich mal los zum Kochen und ich hole mir die Ute und da gibt's schöne Getränke. K&W Möbelvertriebs GmbH Sachsen in Chemnitz-Sigmar-Zwickauer Straße 454. Besuchen Sie unsere Ausstellung mit einem breiten und ausgewählten Sortiment der führenden Küchen- und Elektrogerätehersteller. Lassen Sie sich von uns beraten. Wir setzen Ihre Wünsche sachlich, funktionell und mit Pfiff um. Unser hochmotiviertes und werksgeschultes Montagepersonal baut fachgerecht Ihre Möbel auf, sodass Sie, wenn die Monteure fertig sind, kochen können. Schnäppchenjäger kommen ebenfalls auf Ihre Kosten. Wir haben auch Küchen im Abverkauf. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich beraten. K&W Möbelvertriebs GmbH Sachsen in Chemnitz-Sigmar, Zwickauer Straße 454. So, liebe Zuschauer, jetzt geht's weiter mit den Getränken. Und die Ute hat mich gleich auf die Probe gestellt und hat gesagt, was ist denn das? Ich weiß es, Waldmeister. Ich habe da noch nie welchen in der freien Natur gesehen. Also, da musst du mal zu uns in den Kräutergarten kommen. Ja, hast muss ich. Hast du nicht gesehen? Nee. Das ist quasi ein Teppich mit Waldmeister. Okay. Sieht richtig gut aus. Hm. Und der wächst da jetzt, ne? Das ist ja so. Und der riecht jetzt noch nicht nach Waldmeister. Ganz, ganz wenig. Erzähl mal, wie funktioniert es, dass ich das nach Waldmeister hinkriege? Also wenn man wirklich frischen Waldmeister verwenden möchte, muss man den pflücken und dann muss man den anwelken lassen. Also man kann den über Nacht irgendwo hinlegen, da wird er welk und dann riecht da, wo da liegt, das ganze Zimmer nach Waldmeister. Guck an, das habe ich nicht gewusst. Oder wer es eilig hat, der legt den eine halbe Stunde in den Gefrierschrank. Aha. Und da brechen halt auch die Zellen da innen auf und dadurch kommt dann der Geruch raus. Weil Waldmeister ist eine Duftpflanze, da passiert halt ganz viel über den Duft. Ja. Ja. Ist natürlich auch Kumarin drin, was, wenn man zu viel davon zu sich nimmt, zu Kopfschmerzen führen kann oder zu leichten Rauschzuständen oder ähnlichem. Na dann? Aber
Aber das ist. Nee, es schmeckt, ich habe es probiert, es schmeckt wie Gras. Und so im Nachgang kommt dann schon ein leichter Waldmeister-Geschmack. So muss man schön kauen. Aber ist nicht empfehlenswert. Also davon möchte ich keinen Rausch haben. Und alles, was jetzt so giftgrün aussieht, ne? In den Geschäften gibt es ja Waldmeister-Sirup oder Waldmeister-Limonade oder so. Das ist mit Lebensmittelfarbe gefärbt. Weil ich habe Waldmeister-Sirup angesetzt und der ist so. Ach, und ich habe gedacht, du hast uns hier einen Williams mitgebracht. Nee, das ist nur die Flasche. Ach, das ist nur die Flasche. Ich habe gedacht, wir machen uns heute einen lustigen. Also machen wir heute Wir machen eine alkoholfreie Maibowle. Ach so. Enttäuschung. Ah. So. Wir können ja nicht immer Alkohol trinken. Nee, das ist richtig. Wir haben deshalb ja auch habe ich mich für die alkoholfreie Variante entschieden. Ich sag mal, wenn du eine Maibowle machst mit Alkohol, dann nimmst du einen gut schmeckenden Wein, Waldmeister rein, angewelkten Waldmeister rein, zwei Stunden so ungefähr, hängt man das da rein, dann kannst du noch Pfefferminz reintun, dann kannst du noch ein paar Erdbeerblätter reintun, ein bisschen Himbeere oder wie auch immer. Und dann wird es halt diese Maibowle. Das geht ja darum, dass im Mai alles wieder schön grün wird, blüht und die ganzen Kräuter rauskommen und dann kann man die halt auch in der Bowle verwenden. Und wir machen es halt alkoholfrei. Ist richtig, weil wir müssen ja alle noch fahren. Na? Aber nichtsdestotrotz hast du hier jede Menge Flaschen mitgebracht. Ja. Und ich weiß, wo die herkommen. Ja, da waren wir. Die kommen von Mazzatro. Und du hast die nicht ohne Grund mitgebracht. Am 12. Mai, liebe Zuschauer, schon mal vormerken, gibt es einen Grappa-Abend bei dir, eine Grappa-Verkostung. Da gibt es eine Grappa-Probe, genau. Muss ich hier irgendwas machen nebenbei? Ja, bitte schneid mal die Limette in Scheiben. Also am 12. Mai Grappa-Verkostung. Wann geht's los? 19 Uhr geht's los. Und wir werden 12 verschiedene Grappa probieren. Also du kennst das ja, wir haben das ja schon mal gemacht in... Und viel mehr als 12. In Rovereto. Dort durfte man sie nicht trinken. Also gedurft hätten wir schon. Schon, aber wir wollten damals das. Wir wollten noch was vom Tag haben, ganz einfach. Ja. Jedenfalls vom... Was mache ich damit? Den lassen wir einfach bloß ein bisschen da liegen, das machen wir dann als Deko noch mit rein. Gut. Angefangen vom De Ciotolune, dem Traditionale, bis zu dem Afina, der richtig teure, der in der Pyramide dann ganz oben steht, wird alles probiert. Noch dazu gibt es bestimmt auch den Oliven, also Grappa mit Olive, ne? Diesen Kräuter. Der ist auch sehr lecker. Ja, und dann gibt es noch so ein bisschen Antipasti dazu, weil und ein leckeres Brot. Also so ein bisschen italienisch angehaucht soll das Ganze werden. Nun heißt Grappa-Verkostung nicht, wir trinken bis der Arzt kommt. So können Sie sich das jetzt nicht vorstellen. Ich wurde nämlich schon gefragt, wie viele Flaschen man da so trinken kann. So funktioniert es nicht. Es gibt da immer schluckweise und Sie müssen sie tatsächlich nicht trinken, wenn Sie sagen, aber ich muss ja noch fahren. Man muss sie nicht trinken. Wir haben gelernt, einzutauchen mit dem Finger, dann auf dem Daumen ballen und dann dran riechen. Und Sie riechen die ganzen Aromen, die da drin sind, tatsächlich, als würden Sie das schmecken. Das ist verrückt, ne? Ja, ja. Sogar am Anfang, also es ist intensiver, du bekommst halt mehr mit. Ja, das stimmt. Diese Unterschiede von den Trauben und es ist wirklich wird garantiert ein richtig schöner, lustiger Abend. Ja, das glaube ich auch. Ja. Und bitte rechtzeitig anrufen. Wir hatten es jetzt zum Brunch. Das so, das fällt dann den Leuten 2 Tage vorher ein. Das ist ein bisschen kurzfristig, liebe Leute. Ja. Also wenn Sie anrufen, dann bitte vielleicht eine Woche vorher, dann kann man das besser. Man muss es ja auch ein bisschen planen. Die Leute müssen einkaufen und die ganzen Speisen vorbereiten und 2 Tage vorher ist wirklich ein bisschen kurzfristig, also eine Woche vorher wäre schon toll. 12. Mai, nicht vergessen, 19 Uhr geht's los im Hotel Bock in Limbach-Oberfrohna und am 14. Mai ist Muttertag. Dann habt ihr aber noch irgendwas, es gibt auch noch den Männertag. Ja, es gibt Vatertag. Gibt noch Himmelfahrt, das ist ja dann ein Donnerstag und da das immer mehr unserer Meinung nach zum Familientag geworden ist, haben wir ganz normal geöffnet. Also es gibt keine großen Aktionen oder ähnliches. Noch dazu kommt, wir haben auch abends geöffnet. An dem Himmelfahrtstag, an dem Vatertag. Was hast du denn jetzt hier alles reingemacht? Also ich habe jetzt hier drin den Waldmeister-Sirup, damit
das Aroma von dem Waldmeister reinkommt. Und wenn man das, sich natürlich so einen Sirup selber macht, dann kann man da auch alles damit aromatisieren und einfach auch mal eine Waldmeisterlimonade machen. Und ne? auch alles so würzen, ne? Genau. Oder Sekt mit Waldmeister. Sekt mit Waldmeister oder ein Parfait oder ein Sorbet. Ne? Ja. Oder so Sachen kann man Was da ja... Was passiert mit meiner Limette? Die schmeißt du jetzt bitte mit hier rein. Die gibt noch Aroma. Und mit meinem, mit meinem Waldmeister? Das kommt noch ein bisschen als Deko rein. Das kommt auch noch mit so rein. So. Na, dass es so ein bisschen schön grün wird. Sieht das richtig hübsch aus. Und das sieht es doch ganz hübsch aus. Genau, und durch die Eiswürfel kommt jetzt auch der Waldmeister-Aroma. Kommt das Waldmeister-Aroma jetzt da rein. Noch mehr. So, jetzt habe ich die Gläser noch unten stehen. Das macht ja nichts, das kann ja jetzt erstmal ziehen. Das kann erstmal ein bisschen ziehen. Na? Gut. Ja, was wir dann noch vorhaben ins... So ab Ende Mai, also vielleicht fangen wir auch mit dem Himmelfahrt damit an. Wir wollen donnerstags und freitags grillen. Wir haben ja eine schöne Sommerterrasse. Das stimmt. Na? Und unser Christian war bei einem Grillseminar. Der hat viele schöne Ideen. Wir machen uns Gedanken, was wir alles so machen können. Also nicht so ganz normal die Roster und das Steak einfach drauf schmeißen. Das passt Sommer. Auch nicht zu euch. Also ganz normale Roster und Steak. Das haben wir jedenfalls vor. Donnerstags und Freitags. Wollen wir mal ausprobieren. Ich hoffe, dass viele Gäste kommen. Ich drücke die Daumen. Und wenn Sie eine Küche brauchen, dann schauen Sie hier vorbei im K&W Küchenstudio in Chemnitz auf der Zwickauer Straße 454. Der Herr Schmidt freut sich auf Ihren Besuch. Und ich bin jetzt gespannt, wie unsere Gnocchi aussehen. Liebe Zuschauer, schwuppdiwupp sind wir schon wieder am Ende. Sie haben die Termine alle vorgemerkt und wenn Sie eine schöne Küche brauchen, schauen Sie vorbei hier im K&W Küchenstudio in Chemnitz auf der Zwickauer Straße 454. Der Herr Schmidt erwartet Sie. Wir wünschen viel Spaß beim Nachkochen und dann sagen wir, schmecken lassen. Oh, das schmeckt richtig gut nach Waldmeister. Und auch das gibt's im Hotel Bock. Prost! Also keine Ahnung, wie es Ihnen geht, aber wenn ich so einen offenen Jeep sehe oder ein Cabrio, kriege ich immer gleich richtig Lust auf eine schöne Ausfahrt ins Grüne. Im Moment lässt ja das Wetter noch ein bisschen zu wünschen übrig. Aber schauen wir mal, wie es nächste Woche wird. Im Programm und mit dem Frühlingswetter. Machen Sie es gut.